Ich überlege, das Leasing für mein Fiat 500e zu verlängern, denn der gefällt mir wirklich richtig gut. Ob das eine gute Idee ist, was auch dagegen spricht, so ein Leasing zu verlängern und was Fiat 500e-Fahrer auf jeden Fall beachten sollten, das besprechen wir heute. Und ihr erfahrt natürlich auch, ob ich das Leasing für mein Fiat verlängern werde. Und damit viel Spaß! Beginnen wir erstmal damit, warum ich überhaupt überlege, das Leasing für mein Fiat zu verlängern. Und das liegt daran, dass mir das Auto einfach wirklich gut gefällt. Gerade diese Kombination aus der kleinen Größe, aber der für mich dennoch ausreichenden Reichweite, das überzeugt mich einfach. Und auch mit den Assistenzsystemen bei dem Auto, da bin ich ja wirklich auch einfach wirklich zufrieden. Ja, und deswegen war mein erster Gedanke tatsächlich gar nicht eine Leasingverlängerung, sondern nochmal ein neues Leasing für einen neuen Fiat 500e abzuschließen. Das habe ich dann noch bei meinem Autohändler angefragt. Aber das erste Problem ist, dass der Fiat 500e aktuell tatsächlich gar nicht produziert wird. Ja, das ist an sich gar nicht so schlimm, weil zu dem Zeitpunkt, als ich angefragt habe, da gab es über 3000 Bestandswagen. Aber hier wird es jetzt schon ein bisschen problematisch, weil wie ich gesagt habe, bin ich mit den Assistenzsystemen ja zufrieden. Und ja, mir ist es auch wichtig, dass mein neuer Fiat 500e dann eben auch den adaptiven Tempomaten hat und die aktive Spurführung. Und diese über 3000 Bestandswagen, die haben alle nicht das Assistenzsystempaket. Das heißt, die sind für mich an der Stelle dann leider alle raus. Ja, wir konnten es auch kaum glauben, aber es ist tatsächlich so. Und so entstand dann eben der Gedanke der Leasingverlängerung. Schreibt ihr doch auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal ein Leasing für ein Auto verlängert habt, ja, und auch wie eure Erfahrungen damit waren. Und wir machen jetzt damit weiter, welche Gründe für mich für die Leasingverlängerung sprechen. Für eine Leasingverlängerung spricht für mich auf jeden Fall, dass mir das Auto wirklich gut gefällt. Wie ich ja schon gesagt habe, überzeugt mich diese Kombination aus Größe, Reichweite und den Assistenzsystemen einfach total. Ja, und in den 3 Jahren, in denen ich mit dem Fiat jetzt schon unterwegs war, da ist das Auto einfach auch immer zuverlässig gefahren. Ja, und es hätte natürlich auch den Vorteil, wenn ich das Leasing verlängere, muss ich mich nicht umgewöhnen. Ja, weil es ist das gleiche Auto und es funktioniert dann natürlich auch alles genauso wie bisher. Und es gibt noch ein weiterer Punkt, der für die Leasingverlängerung spricht, mit dem ich gar nicht gerechnet habe. Und das sind die Kosten. Ich habe dann ja bei meinem Autohaus angefragt, was es kosten würde, das Leasing für 1 Jahr zu verlängern. Genau, und die haben das dann bei der Santander Bank angefragt, wo das Leasing bei mir drüber läuft. Und dann habe ich ein Angebot bekommen für 263 Euro pro Monat. Und das ist tatsächlich weniger, als ich aktuell zahle. Dass diese Leasingrate weniger ist als aktuell, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich keine zusätzlichen Kilometer dazu buchen musste. Denn ich habe das Leasing ja für 3 Jahre abgeschlossen mit insgesamt 39.000 Kilometer, weil ich auch dachte, dass ich relativ viel pendeln werde. Ich bin jetzt ein bisschen weniger gependelt und habe dadurch noch deutlich über 10.000 Kilometer über. Genau, und deswegen muss ich das Leasing eben nur verlängern, aber quasi ohne Kilometer, weil ich die ja eh noch über habe. Und deswegen habe ich dann wahrscheinlich so eine verhältnismäßig günstige Leasingrate von 263 Euro, die mich auf jeden Fall so sehr gefreut hat. Ja, und wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann freuen wir uns auch sehr über ein Like und ein Abo. Und wenn ihr dazu noch die Glocke drückt, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr von uns. Damit kommen wir jetzt auch schon zu den Punkten, die für mich gegen eine Leasingverlängerung sprechen. Ja, und der erste Punkt ist, dass es, je länger ich so ein Leasing laufen habe, desto mehr hätte sich der Kauf gelohnt. Mein Fiat, der hätte damals, als ich das Leasing abgeschlossen habe, einen Kaufpreis von 32.000 Euro gehabt. Und ich habe die BAFA-Prämie damals bekommen in voller Höhe von 6.000 Euro. Das heißt, das Auto hätte ich damals für 26.000 Euro kaufen können. In den 3 Jahren, die ich das Leasing jetzt schon aktiv habe, da habe ich ungefähr 12.000 bis 13.000 Euro dafür ausgegeben. Ja, und wenn ich das Leasing jetzt natürlich nochmal verlängere, da steigt diese Leasing-Gesamtsumme natürlich immer mehr, sodass irgendwann dann der Punkt auch erreicht ist, wo es einfach schlauer gewesen wäre, das Auto zu kaufen. Ja, zudem spricht für mich auch noch gegen das Leasing, dass man das ja auch eigentlich eher bei Neuwagen abschließt. Und das Auto, das wird natürlich auch immer älter. Und ja, ein weiterer Punkt ist, dass ich diese ganzen App-Services nicht mehr hätte. Wie beispielsweise das Vorklimatisieren oder auch die Live-Verkehrsdaten. Die sind nämlich nur 3 Jahre inklusive bei Fiat und ich müsste diese alle neu abschließen. Das heißt, da würden auch nochmal extra Kosten auf mich zukommen. Ja, und damit kommen wir jetzt auch tatsächlich ja schon zum größten Haken, den es bei so einer Leasingverlängerung gibt. Mein Fiat, der hätte dann keine Garantie mehr. Und da möchte ich jetzt noch ein paar Worte mehr zu sagen. Auf mein Fiat, da habe ich nur 2 Jahre Garantie. Ja, und aktuell, da bin ich ja schon im 3. Jahr. Und ich muss sagen, dass diese Garantie nur für 2 Jahre ist, dessen war ich mir gar nicht so bewusst.
Denn als ich den Leasingvertrag unterschrieben habe, da hat mich dann niemand darauf aufmerksam gemacht und auch nicht, als ich das Auto dann abgeholt habe. Und auch nicht kurz bevor ja, diese 2 Jahre um waren, da habe ich auch keinen Anruf oder einen Brief oder irgendwas bekommen, dass die Garantie eben bald endet. Ja, und ich muss sagen, da war ich ein bisschen verwundert, weil so ein Autohaus oder auch die Santander Bank, die machen dadurch natürlich Plus, wenn ich so eine Garantieverlängerung nochmal abschließe. Ja, und wenn ich jetzt das Leasing verlängere, dann möchte ich natürlich auch wieder Garantie auf das Auto haben. Weil sonst ist es ja wirklich so, sobald mal irgendwas ja, kaputt geht, irgend so ein Verschleißteil, müsste ich dafür ja komplett aufkommen. Und das ist mir einfach schon so ein bisschen unsicher. Na klar, aktuell, da hat das Auto auch schon keine Garantie mehr und es ist nichts passiert. Aber trotzdem hätte ich da einfach ein ungutes Gefühl, weil das Leasing jetzt für 1 Jahr noch mal zu verlängern, aber einfach keine Garantie mehr drauf zu haben. Genau, deswegen war mein Gedanke jetzt bei der Leasingverlängerung einfach eine Garantieverlängerung auch mit abzuschließen. Aber das Ganze funktioniert tatsächlich leider nicht. Denn eine Garantieverlängerung kann nur abgeschlossen werden, wenn das Auto aktuell auch noch Garantie hat. Was ja leider nicht so ist. Ja, das Ganze finde ich doch sehr schade. Schreibt ihr sehr gern auch mal in die Kommentare, ja, ob ihr schon mal so eine Garantieverlängerung abgeschlossen habt oder wie ihr das beim Leasing macht, wenn das Auto nicht die ganze Zeit in der Garantie ist. Ja, es gäbe tatsächlich eine Möglichkeit für mich, wie ich das Auto auch mit Garantie weiterfahren kann. Das wäre die Möglichkeit, dass ich das Auto ganz regulär zurückgebe und das Auto dann tatsächlich nochmal neu lease und einen neuen Leasingvertrag dafür abschließe. Genau, da wäre das Ganze für mich für 1 Jahr interessant. 1 Jahr aus dem Grund, weil es kommen jetzt ja bald auch wieder spannende E-Autos, wie der Kleinwagen von Renault oder auch von Hyundai. Und deswegen wäre eben eine Laufzeit von 1 Jahr für mich das spannend. Aber wenn man so ein ja, neues Leasing für so eine kurze Zeit abschließt, ist das natürlich auch ein bisschen teurer. Und ich hätte ja auch zusätzlich nochmal die Kosten für die Garantieverlängerung, die on top kommen. Ja, und es ist ja eigentlich auch eher üblich, dass man beim Leasing ja eher Neuwagen oder vielleicht auch so ein 1 Jahre altes Auto liest, aber nicht unbedingt ein Auto, was dann schon 3 Jahre alt ist. Genau, aber das wäre eben die einzige Möglichkeit, wie ich das Auto auch mit Garantie weiterfahren kann. Und zu so einem Gesamtfazit und natürlich auch meiner Entscheidung, da kommen wir jetzt. Ich habe mich nun dagegen entschieden, das Leasing für mein Fiat hier nochmal zu verlängern. Ja, die fehlende Garantieverlängerung ist für mich da einfach der ausschlaggebende Punkt. Das ist mir doch ein bisschen zu riskant, zusätzlich dann nochmal 1 Jahr ohne Garantie rumzufahren, weil wenn dann doch mal irgendwas Größeres sein würde, müsste ich das ja wirklich komplett selber zahlen. Ja, es gab dann ja auch noch die Option, das Auto hier abzugeben und genau den Fiat dann nochmal neu zu leasen. Aber auch hier habe ich mich jetzt dagegen entschieden, weil je länger ich das Auto leasen würde, desto mehr hätte sich der Kauf ja irgendwann gelohnt. Das heißt jetzt tatsächlich aber auch, dass ich mich schweren Herzens von meinem Fiat hier bald verabschieden muss. Die Fahrten haben mir damit ja wirklich immer sehr viel Spaß gemacht. Deswegen finde ich das auch wirklich schade, dass ich mich von dem Fiat hier dann bald verabschieden muss. Ja, das heißt natürlich aber auch, dass ein neues Elektroauto bald ansteht. Und ja, da bin ich ja auch schon verschiedene Autos Probe gefahren und abonniert auch gerne unseren Kanal, damit ihr erfahrt, wie es weitergeht mit meiner E-Auto-Suche. Und wenn euch interessiert, wie meine bisherigen Probefahrten so waren, dann schaut doch gerne in diese Videos hier mal hinein. Und sonst hoffen wir, ihr hattet Spaß bei diesem Video und bis zum nächsten Mal bei Tofi elektrisiert.